Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die Goldene Edition. Wir sind hier im Einheitstunnel und haben hier einen neuen Zugang gefunden, in die Tunnel hinein. Ein wildes Felino, Level 17, weiblich. Bye bye Felino. Oh nein, nicht bye bye. Donnerschock. Hat Felino noch einen anderen Typ? Hat keine Wirkung. Muss ich mal nachsehen, Leute. Ich dachte mal, Felino wäre nur Wasser. Ist es etwa vielleicht noch Boden? Es ist Wasserboden, Leute. Und durch das Bodenattribut oder den Bodentyp ist es immun gegen Elektroattacken. Zertrümmerer ist aber stark gegen Boden, glaube ich, oder? Nein. Das ist dann jetzt natürlich schade, aber warte, den Kampf gewinnst du trotzdem. Verteidigung sinkt, super. Oh ja, das sind ein bis zwei Zertrümmerer weniger, vor allem weil jetzt die Verteidigung nochmal gesenkt wurde. Weg ist es. Halt. So, hier würde ich gerne einmal kurz mit dem Detektor suchen. Reagiert nicht. Okay. Da geht es noch tiefer, Leute. So. Am Surfen waren wir hier. Ich bin hierher gekommen, um meine Pokémon-Forschungen durchzuführen. Ich zeige dir meine Ergebnisse in einem Kampf. Pokémaniac Kengo möchte kämpfen. Besitzt ein Pokémon und schickt Kangama in den Kampf. Typ normal. Level 26 weiblich. Zertrümmerer ist Kampf, na dann. Donnerwelle. Heuler! Und Zertrümmerer! Obwohl sie sehr effektiv ist. Der Typenbonus fehlt. Uff. Uff. Noch ein Mega-Hieb und Vati ist besiegt. Wir wechseln auf V-Senior. Ein Niedler. Mega-Hieb ist Kampf. Ha, doch nicht. Okay. Kerzfurie. War nicht viel. Kangama ist paralysiert, das gefällt mir. Nur zwei Treffer, schade. Kratzfurie ging daneben, dafür ist Kangama paralysiert. Ja, besiegt, Volltreffer! Haha! Heftiger Kampf. Pokémaniac Kengo wurde besiegt. Du hast es mir aber gezeigt. 1560 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Ich sollte meine Ergebnisse sammeln und anschließend veröffentlichen.
Vielleicht werde ich so berühmt wie Professor Lent. Wow, da hat etwas angebissen. Ein Carpodor hat angebissen. Level 10 männlich. Los, Vati. Donnerschock. Nicht mal angeknabbert. Na gut. Ich möchte auch hier... Ich wähle den Detektor mal wieder. So, reagiert nicht. Hier ist also nichts. Hier ist auch nichts. Ich möchte aber hier angeln. Ein wildes Zubat. Level 22 weiblich. Los, Vati. Donnerschock. Gut, dann wird die Wahl wieder die Angel. Mist, ich habe nur auf OK gedrückt. Egal. Da hat er das angebissen. Ein Carpador. Level 10 weiblich. Aber jetzt die Wahl. Nicht mal geknabbert. Hier auch nicht. Nein. Aber hier. Ein Carpador haben wir geangelt. Level 10 männlich. Was haben wir hier? Ein Carpador. Level 10 weiblich. Hier ist ja noch ein Pokémon. Ein Krabi. Level 10 männlich. So, das letzte Mal hier angeln. Auch hier kommt etwas. Noch ein Krabi. Level 10 männlich. Warte, ihr erreicht Level 26. Juhu. Tauschen wir mit Tanzer. Und dann mit V-Senior. Und dann würde ich von links aus anfangen zu surfen. Und möchte auch wieder... Halt, hier, den Detektor, den auswählen.
steht jemand. Ein wildes Tentakel, Level 15 männlich. Los, Tanzer, Kopfnuss. Volltreffer. Ein Tentoxer. Level 22 männlich. Wenn du das schaffst, Tanzer, dann sind das unglaublich viele Erfahrungspunkte. Volltreffer, 3 Punkte. Zuerst getroffen, sehr gut. Nein, der Superschall. Wechseln wir auf V-Senior. Der Superschall. Zurück zu Tanzer. Säure, ich hoffe, das macht keine 10... Oh, 8. Knappe Sache. Aber Tanzer hat es geschafft. Hier gibt es mehrere Wege. Ein Morlord. Level 23 weiblich. Tanzer können wir nicht mehr kämpfen lassen. Duflor. Wenn Morlord Wasserboden ist, ist Absorber, bekommt den 16-fachen Schaden, Leute. Morlord ist geflohen. Bleiben wir erstmal hier oben. Ein wildes Tentakel. Level 15. Weiblich. Kopfnuss besiegt es sofort. Oh oh. Das Tentakel ist schneller als Tanzer. Tanzer hat sich selbst besiegt. Das ist schade. Dann, V-Senior, bist du dran. Zerschneider. Ging daneben. Ein wildes Tentakel. Level 16 weiblich. So, dann wird da oben wieder geangelt. Bevor wir uns dort dann umsehen. Ein wildes Tentakel, Level 16 männlich. Zerschneider ging daneben. V-Senior hat echt schlechte Augen, habe ich manchmal das Gefühl. So oft geht Kerzfurie daneben. Zerschneider geht so oft daneben. Naja. Wow, da hat etwas angebissen. Ein wildes Carpador, Level 10, männlich.
nicht einmal angeknabbert. Hier ist nichts. Okay, aber wir haben ein Elixier gefunden. Ein wildes Tentacher, Level 16 weiblich. So, machen wir weiter links. Und dann rechts. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir erst doch mal nach unten. Denn links scheint es hier weiter zu gehen. Ein wildes Tentacher, Level 15 weiblich. Wie sind wir erreicht? Level 26, juhu! Dann können wir Visenior tauschen mit Igelava. Oh! Es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Jene mit Stil und jene ohne. Zu welcher zählst du dich? Astrainer Lars möchte kämpfen, besitzt drei Pokémon und schickt Glumanda in den Kampf. Level 26 männlich. Los, Igelava! Rauchwolke! Silberblick. Ruckzuckhieb. Nochmal Rauchwolke. Aber Igelava packt das. Ja, super. So, Astrainer Lars schickt Shiggy in den Kampf. Wir wechseln. Einfach nur um den Effekt von Rauchwolke wegzubekommen. Und dann wechseln wir auf Vati, denn Vati ist gut gegen Shiggy. Level 26 männlich. Los, Vati! Ein Donnerschock reicht vielleicht. Nein. Aber Panzerschutz ist tatsächlich egal. Kommt jetzt dieser Samen? Ja. Na, in dem Fall wechseln wir wieder zu Igelava. Glut. Ah, Igelava wurde vergiftet. Das ist unangenehm. Dieser Samen wurde besiegt. Das fühlt sich sicher auch unangenehm an. Astrainer Lars wurde besiegt. Dein Stil ist beeindruckend. 1248 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Dein Pokémon-Stil ist imposant und abwechslungsreich. Das gebe ich zu. Du bist immer besser. So, jetzt brauche ich erstmal eine Gegengiftbeere.
Und dann speichern wir, Leute, denn für heute ist die Zeit leider wieder vorbei. Wir sehen uns morgen wieder in der silbernen Edition. Ciao!